Die Keynote hält der Michael Bauer und ich wünsche viel Spaß heute mit dem heutigen Linux-Tag. Ja, guten Morgen auch von mir. Danke für die Einladung und danke für die nette Vorstellung. Ich sage noch ein bisschen was zu meiner Person, dass ihr wisst ungefähr, aus welcher Ecke ich komme. Ich habe vor einiger Zeit einmal Medizin studiert, habe dann am Ende des Studiums beschlossen, das mit dem Spital, das freut mich nicht so und ich mache lieber Forschung und habe dann biomedizinische Forschung betrieben. Während meinem Studium habe ich aber angefangen, mich sehr viel mit Technik zu beschäftigen und sehr viel digitale Dinge zu tun, mit Linux herumzuspielen, eigene Software zu schreiben, Dinge gemacht wie Funkfeuer in Wien mitbegründet, damals den CCC-Ableger, also den Chaos Computer Club-Ableger in Wien mitzugründen, der dann aufgegangen ist ins MetaLab. Und habe dann nach dem Studium mir gedacht, okay, ja, das mit dem Medizin, das im Spital stehen und Leute behandeln, das ist noch so ganz meins. Ich mache da mal ein bisschen Forschung und war dann längere Zeit in den USA und habe dort Forschung, biomedizinische Forschung betrieben und habe dann eigentlich was bemerkt, während ich das getan habe, nämlich dass ich dadurch, dass ich sehr gut mit dem Computer umgehen kann, ich mit größeren Datenmengen einfacher umgehen kann als meine Kommilitonen und meine Kollegen dort. Also es war für viele ein Problem, dann mit den Informationen und mit den Daten, die sie da bekommen haben, sie ihre Arbeit wissen zu machen. Das war was sehr, sehr Erstaunliches für mich, weil das was ganz Natürliches war für mich zu machen. Ich habe gedacht, eigentlich wäre es gut, den Menschen das mal nahezulegen. Und nachdem ich mich so intensiv auf Forschung konzentriert habe, ein paar Jahre, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal das komplett anders und kümmere mich um die andere Leidenschaft, die ich habe, nämlich Freiheit in der digitalen Gesellschaft. Und bin zurück nach Österreich gekommen und habe angefangen, mit dem Verein für Internetbenutzer Österreichs zu arbeiten. Dort auch mit dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und die Initiativen gegen die Vorratsdatenspeicherung in Österreich zu fahren, die ihr alle wahrscheinlich letztes Jahr mitbekommen habt, nämlich zum einen die Bürgerinitiative und zum anderen die Verfassungsbeschwerde. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist zwar alles sehr gut und das macht relativ viel Spaß, solche Dinge zu tun und das ist auch ganz, ganz wichtig, aber mir fehlt was. Mir fehlt zum einen das positiv was voranbringen und zum anderen dieses forschende und suchende Element. Und bin dann auf die Open Knowledge Foundation gestoßen und die haben gerade Leute gesucht für ein Projekt, das nennt sich The School of Data, wo es darum geht, Leuten beizubringen, mit Daten umzugehen. Ich habe mir gedacht, hey, ja, das passt eigentlich zu dem, was ich mal so vor eineinhalb Jahren mal gedacht habe, das wichtig wäre. Ich habe angefangen dort zu arbeiten. Aber heute will ich über was ganz anderes reden. Heute will ich wirklich die große Leidenschaft, nämlich die digitale Freiheit und die Elemente von digitaler Freiheit, die vier Grundelemente der digitalen Freiheit, wie ich das bezeichnen würde. Warum überhaupt von Freiheit reden im digitalen Raum? Ich glaube, es ist ein Allgemeinplatz, wenn ich sage, dass unser Leben immer mehr, immer digitaler wird. Wir haben das jetzt schon gehört, irgendwie Handys ausschalten. Ich glaube, fast jeder im Raum hat ein Handy in der Tasche und fast jeder im Raum hat irgendein Gerät, mit dem man sich mit dem Internet verbinden kann. Das heißt, unser Zugriff auf digitale Kontakte, unsere Möglichkeit, mit Menschen kommunizieren, ist permanent und überall und das ist doch eigentlich super so. Ein großes Problem, das wir dabei haben, ist, dass wir aber die Geräte und die Software und auch die Services, die wir verwenden, nicht wirklich unseren Bedürfnissen anpassen können. Wir sind da oft gebunden an irgendwelche Nutzungsbestimmungen, wir sind gebunden an Hersteller, die uns sagen, welche Software wir denn installieren dürfen oder welche Software wir denn nicht verwenden dürfen. Wenn wir zum Beispiel an das klassische Smartphone denken, das dann von einer Firma kommt, wo es dann irgendwie einen App Store gibt oder wie auch immer das heißt, bei Google Play heißt das, glaube ich, bei Android, oder? Dort sind dann die Programme, die ich installieren darf und die kann ich ganz einfach installieren. Wenn ich was will, das nicht drinnen ist, habe ich ein Problem. Ja. Wenn ich was will oder was tun will mit dem Gerät, das nicht vorgesehen ist vom Hersteller, habe ich ein Problem. Ich kann das nicht einfach tun. Ja, die Möglichkeit, die ich habe, ist, dieses Gerät zu jailbreaken und das zeigt sich eigentlich schon, was passiert. Ja.
Ich muss aus dem Gefängnis, das dieses Gerät darstellt, ausbrechen. Also Gefängnis, so das Gegenteil von frei, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, die wenigsten Leute werden sagen, Freiheit heißt, irgendwo hinter Gittern zu sitzen. Die wenigsten Leute werden wahrscheinlich auch sagen, Freiheit bedeutet, für mich selbstbestimmt zu sein. Aber genau das ist der Trend, in den unsere Technik geht, ist, dass wir mehr und mehr fremdbestimmt werden von Herstellern von Geräten, von Herstellern von Software und von Plattformen. Wenn wir daran denken, dass sehr viele Leute soziale Netzwerke verwenden wie Facebook oder Twitter, und diese sozialen Netzwerke, machen wir da wieder einen Sinn, und diese sozialen Netzwerke über ihre Nutzungsbestimmungen bestimmen, was ich dort tun darf und was ich dort nicht tun darf. Welche Anwendungszwecke ich dafür haben darf und welche Anwendungszwecke ich nicht haben darf. Da haben wir auch eine weitere Komponente, die eigentlich ganz, ganz wichtig ist im digitalen Umfeld. Und das dritte Ding, an das wir denken müssen, ist, dass wir, sobald wir etwas digital machen, ist das jetzt, ich mache ein Foto von meinem Frühstück oder ich schreibe einen langen Text oder ich schreibe eine E-Mail oder ich nehme einen Podcast auf, mache ich etwas, das urheberrechtlich geschützt ist. Das heißt, ich kann nicht einfach Dinge, die ich digital finde, hernehmen und sagen, hey, das gefällt mir ganz gut, das Foto, das baue ich in meine Collage ein. Das kann ich nicht. Ich kann auch nicht einfach sagen, hey, die Musik finde ich cool, die mache ich unter mein Video, das ich gemacht habe, wo ich herzeige, wie mein kleiner Roboter, den ich gebastelt habe, tanzt. Weil das alles unter Urheberrecht fällt, und wenn es nicht den Leuten geht, die so stark nach einem besseren Schutz des Urheberrechts und von Intellectual Property rufen, dann lande ich damit im Häfen, weil ich quasi deren Rechte oder deren Eigentum stehle. Das heißt, da habe ich auch eine gewisse Freiheit, nicht, nämlich die Freiheit, kreativ zu arbeiten. Und da ich als Kind irgendwie so mit Hip-Hop aufgewachsen bin und es die vier Elemente des Hip-Hops gab, nämlich MC und Breakdance und DJing und Graffiti, also ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt, habe ich mir gedacht, hey, eigentlich haben wir da eine ganz interessante Situation. Ja, wir haben auch hier vier Elemente, die eigentlich zusammenspielen und digitale Freiheit ermöglichen. Und in der digitalen Welt ist das freie und Open Source Software, Open Hardware, freie Inhalte und offene Inhalte und freie Infrastruktur. Und ich glaube, über freie und Open Source Software muss man relativ wenig reden da in dem Raum. Jeder, der Linux verwendet, verwendet freie Software, der hat eine Idee, was freie Software ist. Das Revolutionäre an freier Software ist zu sagen, dass Menschen, die Software verwenden, drei grundsätzliche Rechte haben sollten an dieser Software. Und das ist, diese Software zu benutzen ohne Einschränkungen, Software, die sie benutzen, anpassen zu können, dass sie ihren Bedürfnissen besser genügt, und diese Software verbessern und darauf aufbauen zu können. Und die dritte Freiheit war, dieses Ergebnis dann weiter zu teilen zu können und weitergeben zu können, meinen Freunden geben zu können. Und das maximal unter der Einschränkung, dass ich den Source Code auch veröffentliche, wie das zum Beispiel bei der GPL so ist. Und das hat eigentlich dazu geführt, über länger, als es dann irgendwann mal erkannt wurde, dass das ein gutes Prinzip ist, so Software zu bauen, dass Open Source Software mittlerweile die Grundlage bietet von den meisten Dingen, die wir so tun im Internet, in dem World Wide Web. Ja. Die meisten Server rennen auf Linux, die meiste Software, die da drauf ist, ist Open Source Software. Es hat uns ermöglicht, möglichst sehr, sehr schnell, sehr einfach Dinge zu bauen und sehr, sehr schnell, sehr einfach Dinge zu tun. Sehr viele Produkte, die darauf aufbauen, sind dann nicht mehr frei und offen, aber die Grundlagen dazu sind freie und Open Source Software, die ermöglicht haben, dann sehr viele Dinge einfacher zu machen. Der zweite Punkt ist, es nutzt mir nichts, wenn ich Software habe, die frei ist, wenn ich ein Gerät habe, das so verbaut ist und so verbockt ist, dass ich das nicht verbessern kann oder dass ich darauf meine Software nicht laufen lassen kann. Das heißt, ich brauche Hardware, die möglichst gut dokumentiert ist, die möglichst klar dokumentiert ist, wo ich Baupläne dazu kriege, wo ich Verbesserungen machen kann und wo ich Dinge ändern kann. Ja. Im Moment ist das, was das ganz, ganz am Anfang ist, also gibt es ein paar Projekte, die ganz interessant sind, wie zum Beispiel das Arduino-Projekt, wo Leute angefangen haben, das mit Microcontrollern zu machen, also mit ganz kleinen Computern, die
Peripheriegeräte kontrollieren können, also Motoren laufen lassen können oder Lichter blinken und Sensoren auslesen. Das ist weitergegangen und bis zur ersten Version von Consumer 3D-Drucker. Ja, der MakerBot, die allererste Version, war Open Hardware, wo die Bauanleitungen alle offen waren und wo die gesagt haben, okay, ja, da ist das Gerät und wenn ihr Verbesserungen macht, schickt uns doch bitte die Verbesserungen. Und da gab es auf einmal Leute, die gesagt haben, ja, das ist da suboptimal gelöst, da würde ich lieber so ein Zahnrad einsetzen als dieses Rad und da würde ich lieber das machen und ich gebe dir da den Bauplan, den kannst du dann selber drucken mit deinem Drucker und deinen Drucker verbessern. Wunderbares Beispiel von Open Hardware. Dann gibt es ein paar Beispiele, die leider irgendwie gescheitert sind. So, es gab mal eine Gruppe von Menschen, die haben sich dran gemacht, ein Mobiltelefon zu entwickeln, das diesen Standards genügt. Das war leider eher die Software das Problem als die Hardware. Also es gibt Projekte, die sich damit beschäftigen, dann wirklich zu sagen, ja, wir müssen auch, damit die Software frei sein kann, müssen wir auch das Gerät, auf dem diese Software läuft, möglichst gut kontrollieren zu können. Und wenn wir uns umschauen, was im Moment wieder passiert mit diesen Ideen von UEFI Secure Boot, ist es wieder mal ein, hey, wir schließen die Hardware so ab, dass da nichts anderes drauf laufen kann, außer unser kommerzielles Betriebssystem. Und das ist dann wieder, das ist ein Riesenproblem, weil ich kann diese freie Software nur verwenden, wenn das wirklich auch von der Hardware unterstützt wird. Das heißt, ich brauche auch freie Hardware. Das Dritte, das ich brauche, sind freie Inhalte und da würde ich gerne ein bisschen länger drüber reden. Was meinen wir mit freien Inhalten? Ja? Und was meinen wir mit offenen Inhalten, wenn wir von offen reden? Ich bin im Rahmen der Open Knowledge Foundation, arbeite ich im Moment und unsere Idee ist es, Zugang zu Wissen und zu Informationen zu öffnen. Und sehr viel machen wir mit offenen Daten und mit diesen ganzen Open Government Data Geschichten und so weiter. Und da ist immer eine Frage, von was reden wir überhaupt, wenn wir von offen reden? Und das ist eigentlich eine ganz einfache Antwort, die man darauf geben kann. Wie bei der Free Software Definition haben wir uns überlegt, für jegliches Ding, das es gibt und jeglichen Datensatz, muss der Mensch, der das benutzt, eigentlich die gleichen drei Freiheiten haben, die er bei freier Software hat. Nämlich die Freiheit, diesen Inhalt zu benutzen und diesen Inhalt zu sehen ohne Einschränkungen. Die Freiheit, diesen Inhalt weiter zu verwenden und darauf aufzubauen und dann irgendwo in Produkte einzubauen. Und die Freiheit, das Resultat dann einfach weiterzugeben und das weiterzuteilen. Maximal mit der Einschränkung, das auch zu tun. Das heißt, wir haben hier ein Konstrukt, das uns erlaubt zu sagen, okay, ja, wenn etwas als offen deklariert wird in diesem Sinn, dann wissen wir, okay, ich kann damit machen, ich kann dieses Foto nehmen und ich kann dieses Foto in eine Collage einbauen und ich kann diese Collage dann wieder veröffentlichen und mit meinen Freunden zeigen. Ich kann dieses Musikstück in mein Video einbauen und ich kann dieses Video dann irgendwo hochladen und unter minimalen Einschränkungen. Nämlich maximal den Einschränkungen, dass ich sagen muss, hey, das Musikstück kommt von und dieses Video ist genauso offen. Und das ist was ganz Wichtiges und das zieht sich auch hin zu offenen Daten. Ne? Offene Daten sind Daten, mit denen ich das tun kann. Und das ist ganz wichtig, mal nachzuschauen, wenn irgendwo offen draufsteht, weil es halt so ein tolles Label ist, mal nachzuschauen, ist da wirklich offen drin? Weil sehr oft steht da offen drauf und es ist gar nicht offen drin. Da gibt es ein paar Beispiele. In Deutschland gibt es eine schöne Open Government Data Lizenz der deutschen Bundesregierung, wo dann irgendwo in den Klauseln drinnen steht, du darfst das benutzen, außer für kommerzielle Zwecke. Und dieses außer für kommerzielle Zwecke ist eigentlich was, das diesen Idee von offen nicht entspricht. Weil es sagt, hey, du darfst das nur weitergeben, wenn du nicht irgendwo kommerzielle Interessen hast. Und die Frage, wo kommerzielle Interessen anfangen, ist ja eine viel diskutierte. Fangt das an, indem ich das auf meinem Blog poste? Fangt das an, indem ich das auf meinem Blog poste, wo irgendein Micropayment-System drauf ist, wo dann Leute sagen können, hey, das mag ich? Fangt das an, indem die Wikipedia das übernimmt? Ist die Wikipedia ein kommerzielles Projekt? Ich weiß es nicht.
Und das ist, was das die Juristen dann im Einzelfall entscheiden. Also es ist ganz schwer, diese Dinge wirklich zu verwenden. Ein Journalisten zum Beispiel kann das nicht verwenden, weil die verwenden das, verkaufen das an irgendeine Zeitschrift. Die Zeitschrift ist eindeutig kommerziell. Außer es ist eben eine Vereinszeitschrift, die nur für die Mitgliederinnen da ist. Das heißt, die haben da ein Problem, da wird was offen, als offen bezeichnet, das nicht offen ist. Ja? Genauso mit den Creative Commons Lizenzen. Ja? Wir haben ein großes Set an Creative Commons Lizenzen, die von ganz, ganz simpel mit, da gibt es überhaupt keine Einschränkungen, also mit CC0, bis zu wirklich komplex so, du darfst damit das Ding eigentlich nicht verändern und du darfst das Ding nicht verkaufen und du darfst das Ding auf das Ding nicht aufbauen und du musst noch sagen, wo du es her hast, gehen. Also, und da haben wir einen großen Bereich von Lizenzen, wo wir drei haben davon, die offen sind, nämlich CC0, CC BY, CC BY Share Alike und dann sehr viele andere, die eigentlich nicht offen sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns überlegen müssen, jedes Mal, wenn das irgendwo draufsteht. Das vierte Element von digitaler Freiheit für mich ist freie Infrastruktur. Freie Infrastruktur, wie das zum Beispiel von Funkfeuer geschaffen wird, die einen Stand da oben haben, wo es darum geht, community-based Net-Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen. Das ist ein Punkt. Ja. Wir bauen Informationsinfrastruktur und Kommunikationsinfrastruktur, die den Menschen gehört, die sie betreiben, damit der Betreiber dieser Kommunikationsinfrastruktur nicht einfach sagen kann, hey, du darfst aber nicht mit dem dieses Protokoll sprechen. Hey, du darfst, wenn du das machst, dann sollten wir das, dann ist das priorisiert und wenn du das machst, ist das nicht priorisiert. Ich glaube, das wird ein Thema sein von Michael Renner später heute am Abend über die Netzneutralität, wo es darum geht, dass Dienste anderen Diensten nicht bevorzugt werden sollen. Freie Kommunikationsinfrastruktur hat das einfach eingebaut, weil ich nicht will, dass meine Dinge anders behandelt werden. Darum werde ich es auch nicht für andere tun. Das andere ist freie Serverinfrastruktur zum Beispiel. Wenn ich meine Software irgendwo laufen lassen will, dann muss ich darauf angewiesen sein, dass das Ding noch immer da ist und dass ich eine gewisse Kontrolle habe über dieses Ding. Und nicht, dass das einfach, weil irgendeine Firma lustig ist, dann auf einmal abgedreht wurde. Das Problem hatte zum Beispiel WikiLeaks mit den Cablegate-Leaks, die sie hatten, als auf einmal Amazon ihre Web-Services abgedreht hat, weil sie das Gefühl gehabt haben, die machen da zwar was, das ganz cool ist, aber das widerspricht eindeutig unseren Terms of Services, also drehen wir die ab. Ja, die brauchen, wenn ich Projekte mache, die genauso was tun, brauche ich Infrastruktur, auf die ich vertrauen kann und brauche ich Infrastruktur, auf die ich vertrauen kann, dass sie einfach nicht, dass sie noch da ist, wenn ich sie brauche, wenn es kritisch wird. Das dritte sind Plattformen. Ja. Wir reden immer mehr von Web-Services, von Plattformen und sehr viele von den sozialen Medien, die groß sind, sind geschlossene Welten. Sind Welten, wo die jeweiligen Betreiber beschließen, was darauf passieren darf und was nicht darauf passieren darf. Das heißt, ich kann nicht einfach eine Anwendung schreiben, die das ein bisschen anders verwendet, für mich zwar ideal ist und gewisse Dinge tut, wenn das groß genug wird, sagen die, nein, das wollen wir eigentlich nicht bei uns. Und das passiert immer öfter. Es gibt Firmen, die haben da angefangen, darauf zu bauen und soziale Medien als Plattformen zu verwenden, denen auf einmal von der Plattform gesagt wird, hört zu, nein. Eigentlich finden wir das uncool, was ihr macht, weil wir wollten eigentlich Geld damit mit diesem Geschäftsmodell verdienen. Das heißt, wir müssen uns auch darum kümmern, dass wir offene Plattformen bekommen. Und das geht noch weiter in die andere Richtung. Ja? Wir brauchen Räume und Möglichkeiten, uns zu treffen und Dinge zu tun, die den Menschen gehören, die diese Dinge dort tun. Ja? Und das sind so Räume wie zum Beispiel Spektral in Graz oder der Realraum oder Hackerspace, das ist generell eigentlich ideale Beispiele dafür. Das sind Räume, wo Infrastruktur da ist, damit Leute Dinge tun können, technische Dinge tun können sehr oft, die den Leuten gehören, die diese Dinge tun. Und das ist ein wichtiger Punkt dabei, das ist Infrastruktur, die frei ist und die benutzt werden kann. Und wenn wir es schaffen, all diesen Elementen aufzubauen, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg dahin,
dass die Fremdbestimmung, die wir von Technik durch kommerzielle Interessen zum Teil, aber auch durch Automatismen, die stattfinden, die wir erleben, eigentlich wieder viel mehr hin zu einer Selbstbestimmung und viel mehr hin zur Freiheit zu bewegen. Und womit ich eigentlich abschließen will, ist einfach die Aufforderung, es ist nicht schwer zu tun. Ja? Dieses, als die Free Software Declaration geschrieben wurde, war das eine Sache von ein paar verrückten, bärtigen Spinnern an Universitäten. Oder besser gesagt, einem verrückten, bärtigen Spinner an einer Universität. Und mittlerweile ist das ein Riesending geworden. Und es steht außer Frage für viele Menschen da draußen, dass wenn sie Software schreiben, dass das Free Software ist. Genauso müssen wir anfangen, Dinge zu öffnen, die wir tun, die wir in unserem täglichen Leben tun. Wenn ich ein Foto mache, dass ich einfach sage, hey, das hat die richtige Lizenz. Wenn ich einen Text schreibe, sage, hey, ja, dieser Text, weil ich kein kommerzielles Interesse daran habe, macht's was damit. Wenn ich anfange, Infrastruktur zu betreiben oder wenn ich in Infrastruktur denke. Es ist ganz einfach. Ich glaube, Freiheit ist ganz einfach. Wir müssen nur anfangen, sie zu tun. Und damit bin ich am Ende und ich glaube, wir werden den nächsten Tag sehr viele Vorträge haben in verschiedenen Perspektiven und ich freue mich auf den Linux-Tag in Graz mit euch. Thank you.